Hallo und ein recht herzliches Willkommen, hoffentlich ohne Rage Quit. Nein, es war kein Rage Quit in der letzten Folge. Wir haben 6 zu 3, glaube ich, war das letzte Spiel gegen Paris Saint-Germain verloren. Das war nicht so erfolgreich. Jetzt heißt es aber weitermachen. Wir sind schließlich nicht raus. Wir haben nur ein Spiel verloren. Davon geht jetzt nicht die Welt unter. Das nächste Spiel ist gegen Borussia Mönchengladbach. Mal gucken, wie das wird. Platz 4 auf der Tabelle. Die treten in einem 3-4-2-1 auf oder in einem 3-5-1. Was ich aber gerade mal mache, ist. Das klappt jetzt leider nicht so, wie erhofft. Egal. Ach so, warte mal. Ich könnte. Da könnt ihr es hören. Geil, ne? Prost. So. Das ist immer noch die Hinrunde, ne? Tornius, Köln, obwohl ja, Borussia und Bayern ist schon wichtig. Freiburg würde ich mir aber auch noch gönnen. So, wir steuern Fanto. Ach, Elfmeter, das können wir doch inzwischen. Oh, das geht gegen Lot. Das ging gegen die Latte. Oh, okay, sehr gut. Wow. Alle reingesammelt. Nice. Überragend. Es ist das Duell beste Offensive gegen die beste Defensive. Wir Stimmt. zeigen es Ihnen live. Bleiben Sie dran. Neun Gegentore. Das ist schon krass. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ihre Kommentatoren heißen Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Der Verteidiger stört ihn. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Ja, das sieht gut aus. Wieso hat er den... Ich hab doch geschossen. Rei. Verstehe ich jetzt nicht. Florian Neuhaus. Plea. Raúl Jiménez. Das wäre eine super Chance gewesen. Raúl Jiménez. Und die Balleroberung, wichtig. Zum einen also die treffsicherste Mannschaft und zum anderen die beste Defensive zurzeit. Interessante Konstellation. Ich bin mal gespannt, wer sich da am Ende durchsetzen kann. Da passt der Klasse auf. Nicht schlecht, diese Gelegenheit, aber auch gut gehalten. War ja kein schlechter Schuss, aber eben auch gut aufgepasst. Kurz ausgeführt. Schöne Aktion. Guter Vorstoß da jetzt. Boah, schade. Toller Schuss, strammer Schuss, am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Naja, das wird noch. Hoffen wir es. Jan Sommer, Mensch, noch ist er nicht beim FC Bayern. Hannes Wolf. Jonas Hofmann.
Alassane Plea. Sie machen Boah, was? Start. Früh gehen sie hier in Führung. Alter, genau was? So hatten sie sich das auch erhofft. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Nein! Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Und das rächt sich jetzt wieder mit dem Gegentor. Pass auf. Und die Gladbacher kommen. Raúl Jiménez. Raúl mit der Chance. Noch ein Alter, Tor. Was? Was für ein Lauf. Alter, was? Alter, was? Tolles Tor, cleveres Tor. Ball geht ins kurze Eck. Rechnet nicht jeder mit. Du musst wohl einfach zu genau auf, wenn es die Torwart-Ecke ist. Das zeigt ja wieder deutlich. Hier steht es 2 zu 0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Gut gespielt. Ist das die Chance? Da ist der Schuss. Erstmal abgeblockt. Schade, ich habe die Lücke gesehen. Und pass auf, das rächt sich jetzt wieder. Hannes Wolf. Alter, gegen Borussia ist hart, ne? Also, selbst die Bayern können das nicht knacken. Also, wenn man jetzt im echten Leben mal guckt, ne? Also, das ist so der Angstgegner vom Tabellenführer. Und jetzt die Chance. Da ist er drin, ein tolles Tor. Alter Junge! Was geht hier ab? Es läuft heute einfach für die Gladbacher. Kein Wunder also, dass sie hier noch ein Tor nachlegen. Das ist eine Top-Vorstellung der Fohlen. So langsam können sie ein, zwei Gänge runterschalten. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Klasse Pass! Na, jetzt müssen sie aufpassen. Sie sind da, Ball wird geblockt. Gute Aktion. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Alter. Boah, jetzt bin ich gerade ein bisschen angepisst, dass wir direkt schon so loslegen hier. Zeig dir ehrlich. Raúl Jiménez. Jonas Hofmann. Gefährlich. Der ist doch heiß. Unglaubliche Parade. Janik Gerhardt. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Ball ist unterwegs. Oh. Da ist der Ball im Netz. Oh. 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 Da kommt dieses Tor noch. Oh. Der Ball nach hinten und dann sehen wir, wie gut er den trifft. Harter Ball, flacher Ball, da hat der Torhüter keine Chance. 3-1 heißt es also jetzt. Jetzt mal die Gladbacher. Alter Junge, ich muss hier echt durchatmen. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Janik Gerhardt. Haraguchi. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Jetzt ist es gefährlich. Ball schon wieder. Junge, warum schießt mein Spieler nicht? Das verstehe ich nicht. Florian Neuhaus. Er schießt einfach nicht. Da war eine super Gelegenheit. Stattdessen muss er noch zwei Schritte machen und da war es schon zu spät. El Yunusi. Jonas Hofmann. Komm, Jungs, jetzt holt euch mal ein bisschen den Ball hier. Schön diesen Pass abgefangen. Janik Gerhardt. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Jetzt der Schuss. Boah, sie endlich. Sind fast wieder da. Endlich. Es fehlt nur noch ein Tor. Das könnte ein ganz wichtiger Treffer gewesen sein. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verbergen. Der neue Spielstand lautet hier also 3 zu 2. Aber ey, wenn sie gewinnt, denen sei das gegönnt. Aber Paris wollte ich das nicht gönnen. Klasse Technik.
Oh, mein Herz ist schon wieder fast stehen geblieben. Geht vielleicht was für Gladbach. Jonas Hofmann. Schimpft den Ball ab. Die Chance. Sehr gut, Borjan. Den Ball entschärft er sehr ganz gut. Locker. Yannick Gerhardt. Machen Sie jetzt gut. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Der ja! Ausgleich! Pepelu, Mittelfeld! Ja, Mann! Ja, Mann! Boah! Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein. Ey, lass Union nicht in Rückstand geraten. Ein Alter! Exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Da mit dem Ballbesitz alles sehr ausgeglichen. Und das spiegelt sich natürlich auch im Resultat wieder. Bisher unentschieden. Boah, Ballbesitz 50-50. Holy shit. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Eckball. Oh oh. Sie führen die Ecke kurz aus. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Yannick Gerhardt. Anspielstationen wären da, machen sie sehr gut. Macht das da gut. Genki Araguchi. Alan Carvalho. Dankeschön. So, was machen sie daraus? Gefährliche aber der Keeper mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. So, die kurze Variante. Zieht in die Mitte. Da kommt der ja, oh, ich wollte schon jubeln, ich wollte schon jubeln. Sommer, Alter. Würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Ecke kommt kurz. Gute Aktion. Lass sie mal ein bisschen auseinandergehen. Lass sie mal ein bisschen auseinandergehen. Weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich da durchkomme, aber... Elionussi. Alter, schon fast die Hälfte der Kraftenergie unten links Ball aufgebraucht. Im Spiel. Schöne Aktion. Florian Neuhaus. Jonas Hofmann. Ja, da gibt's gute Anspielstationen. Bitte nicht! Chance zur Führung. Weg mit dem Ball. Jungs, verteidigen. Verteidigen, sehr gut. Und weg damit. Weg damit. Links und geradeaus. Ja, toll. Da gehen sie dazwischen. Da ist er alleine durch. Er schießt fast im Alleingang ab. Junge! Eine enge Kiste und das, obwohl wir schon 7 Treffer gesehen haben. Wer weiß, was noch alles passiert. Da geht er gut in den Zweikampf. Ja, ich spiele früher ab, das war ich doch gerade dabei. Bayern München gibt es ein Tor. Genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Der Torschütze ist Thomas Müller. Hier der Ball in dieser Szene. Abgefälscht. Ja, sag ich ja. Ja, dann war er auch nicht mehr zu halten. Da haben sie die Chance. Junge, alles knapp. Na, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren sie doch noch zur Stelle. Alter, Mönchengladbach, ey, die haben uns im DFB-Pokal schon, ne? Die haben uns zugesetzt. Ich habe den Ball übrigens nicht angefordert. Also wenn jetzt Gegentor kassieren, dann ist der Torwart Florian schuld. Neuhaus. Raúl Jiménez. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Elionussi. Alassane Player. Und weg damit. Sehr gutes gut. Tackling hier.
Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Toll, ey. Das hätte noch ein Angriff werden können. Beiden Teams hier herzlich wenig. 7 Treffer sind gefallen. Der Halbzeitstand 4:3. Und nach dem späten Tor gerade eben sind die Fans hier natürlich erstmal bedient. Ja, da war die eigene Mannschaft schon in der Kabine. Okay, sieht alles sehr gut aus. Freiburg hat noch nichts geschossen. Alter. Holy shit, ey, ganz ehrlich. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Hä? Was? Der hat sich ja zu mir vorgeglitscht einfach. Player. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Oh, Leute! Jetzt mal die Gladbacher. Ey, wir können uns in solchen Spielen keine Fehlpässe erlauben. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayer-Arena. Wir geben rüber, jetzt ist ein Tor gefallen. Wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Moussa Diaby ist der Torschütze. Ein abgefälschter Ball. Ja! Ausgleich! Boah! Pepelu, Alter! Doppelpack! Unwiderstehlich drischt er den Ball hier ins Tor. Ein Strahl. Also dafür brauchst du schon eine ordentliche Schusstechnik. Alter! 20, 25 Meter? Wie viel sind das da? Boah, nicht schlecht. Doppelpack Pepelu. Eine rassige Partie. Viele Torraumszenen. Unglaublich gut zu gucken. Clea. Jonas Hoffmann. Boah. Die lassen den Ball gut laufen. Es ist durchgesickert. Das Interesse von Bayern München, sich den Wunschspieler zu sichern. Jetzt hören wir zum ersten Mal auch von einer möglichen Ablöse. Das stimmt, aber offiziell ist noch nichts. Wir können das also bisher nur als Spekulation behandeln. Unaufhaltsam. Junge, ich hab doch A gedrückt. Ey, pass auf, jetzt kommt Gegentor, weil ich wieder einen Fehler gemacht habe. Player. Ich hab so gut gedribbelt nach vorne. Alassane Player. Locken. Nee, da stehen welche frei. Vielleicht die Führung jetzt. Jetzt haben sie den Ball. Da wäre Platz für einen Konter. Jetzt ist es gefährlich. Zweikampf jetzt. Mit dem Konter sind sie hier. Oh. Und wenn du das Ding so perfekt. Oh. Ich dachte, der blockt den noch ab. Jede Abwehr der Welt aushebeln. Ein tolles Tor. Nochmal, ich dachte, er blockt den noch ab. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und, dann und jetzt alles in die Defensive. Alles in die Defensive. Obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Alles in die Defensive. Zeigen beide Mannschaften eine Wahnsinnsleistung heute. 5:4 ja. Der Spielstand. Ich kann es selbst nicht glauben. Jonas Hoffmann. Florian Neuhaus. Raúl Jiménez. Player. Raúl Jiménez. Jonas Hoffmann. Locken und weg. Guter Einsatz. Er hat den Ball. In Sachen Ballbesitz sind die Gastgeber hinten, aber das kümmert sie offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet. Achso, und apropos Hoffenheim. Ich habe in den letzten, in irgendeinem der letzten Spiele gesagt, dass auch gegen Hoffenheim und so, ne, dass man da nicht unbedingt Fan von sein muss. Natürlich Florian geht das gleiche auch für Wolfsburg oder andere Vereine, ja. Super bloß gemacht. Bei Wolfsburg ist halt VW. Das war und ja, die haben halt kaum eine Fanbase, sag ich schon. Fanbase so. Hoffmann genauso wenig, aber ich finde jetzt VW als Sponsor nicht und so. Und jetzt wollen sie wechseln. Nicht so wie SAP. Gut, VW hat auch seine Skandale, ja, definitiv. Kurz ausgeführt. Jonas Hoffmann. Geht da rein!
aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Also die Szene eben unfassbar, dass er den nicht macht. Das muss doch ein Tor sein. Wir sehen hier das nächste Spiel der Gladbacher eingeblendet. Puschi. Es geht gegen den ersten FC Nürnberg. Ja! Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn. Alter, lass Union niemals in Rückstand geraten. Nie fucking mals. Niemals. Wir waren drei Tore hinten. Und das nächste Tor. Dreierpack. Hier ist die Wiederholung. Was für eine Aktion. Der macht da vorne, was er will. Ach, drei Tore schon? Echt? Oh, okay. Du darfst hier eigentlich keine Sekunde verpassen, sonst verpasst du ein Tor. Zwischenstand jetzt 6-4. Ups. Es tut mir leid. Ich sollte mich nicht zu früh freuen, definitiv nicht. Florian Neuhaus. Also, die können hier ohne das Spiel drehen. So ist nicht. Zieht einfach mal ab. Ball wird hier erstmal geblockt. Alassane Player spielt den Ball direkt zurück. Da fangen sie den Pass ab. So, und jetzt. Haraguchi. Arkadiusz Szmielik. Gutes Tacklegen, gute Zweikampfführung. Ich habe mir auf den Ball geguckt. Ich glaube, ich hätte sowieso im Abseits gestanden. Jetzt ist die Kugel weg. Und jetzt haben sie den Ball. Oh, ich hab doch gerade Schuss gedrückt. Ah, siehst du, das mache ich immer zu spät. Raúl Jiménez. Sehr gut. Ah, und ab nach vorne. Ballverlust. Hä? Hä? Was war das denn jetzt? Wo die Gladbacher kommen. Player. Ganz stark abgeblockt. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ein klasse Tor. Da hat man wieder mal gesehen, wie schnell die sind. Wie schnell die umschalten können. Das war ein nahezu perfekter Konter. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Alter, wir waren im Rückstand. Lass Union nie fucking mal in Rückstand geraten. Wir zahlen es euch fast doppelt so heim. Also aktuell steht es fast 8-4. Ja. Klasse Spiel heute in der Offensive. Geben beide Teams Vollgas. Ja, ist das so. Redmond. Er holt sich den Ball. Raúl Jiménez. Oh, oh. Nein, da steht einer frei. Jonas sehr gut, Hoffmann. Sehr gut, sehr gut. Weg. Der Ball ist im Aus. Es geht hier mit Abschluss weiter. Oh, jetzt werden sie wechseln. Ich kann das einfach nicht, so eine Grätschen. Ich bin kein Verteidiger. Player. Er bekommt Hilfe. Da sind sie da, guter Block. Oh, oh. Jetzt vielleicht. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abschluss. Die sind jetzt nochmal krass offensiv. Man merkt's. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Guter Vorstoß jetzt. Ecke, immerhin. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Sie führen die Ecke kurz aus. Yannick Gerhardt.
Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayer-Arena. Wir geben rüber, es ist ein Tor gefallen. Wir haben hier das erste Tor für Freiburg. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 79 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Und weil es so schön war, erneute Ecke. Ecke wird kurz ausgeführt. Geht jetzt in die Mitte. Toll. Und damit sind sie am Ball. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er direkt schon zurückpasst. Darauf war ich nicht vorbereitet. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Das wird ein guter Konter. Gut dazwischen gegangen. Oder auch nicht. Doppelt so hart bezahlt. Möwald, ne? Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Ach, Milik. Okay, den habe ich gar nicht erkannt. Geht richtig ab in diesem Spiel. Viele Chancen, viele Tore, kann man sich gut anschauen. Kramer spielt den Ball, aber dazwischen gegangen. Nein! Jetzt sag mir nicht, spiel früher ab, ey, dann haut's aber. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust, die Chance auf den Konter. Nein, abseits! Steilpass hier, macht er gut. Abseits, keine Frage. Steilpass kommt zu spät. Da war die Lücke da, aber sie kriegen das nicht genutzt. Ja, ja, das müssen sie besser hat er machen. Ausgenutzt. Können sie ja auch, haben wir alles schon erlebt. Hand! Bringt ihm der Ball in die Hand, Freistoß. Kevin Möwald. Jetzt ist es gefährlich. Der Ball zurück vom Pfosten. Alter, okay, aber nachgesetzt, das war sehr gut. Alter, wie sich das ganze Tor bewegt hat. Holy shit. So, die kurze Variante. Schäfer. Yannick Gerhard. Machen Sie jetzt gut. Der Angriff könnte was werden. Nein, wo passt du? Zu früh losgelaufen. Oh, was heißt hier Acht aufs Abseits? Der hat sich da mit Absicht reinmanövriert. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Na, kommt er nochmal zurück? Wollt ihr nochmal? Traut euch nochmal? Pass, könnte was werden. Das war knapp. Oh, war ja. Aber, Alter. Krass, wie wir das Spiel noch gedreht haben. Kevin Möwald. Ich weiß nicht, wozu ich noch A drücke. Aber dazwischen gegangen. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Ja, weil wir so viele Tore geschossen haben. Obwohl die erste Halbzeit war torreicher als jetzt. Kramer spielt den Ball, aber dazwischen gegangen. Chance für den Konter jetzt. Immer noch diese Szene. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Oh, gut geklärt, das war wichtig. Claire. Kramer. Ey, Gladbach, gutes Spiel, wirklich. Heute also an den Gastgeber. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Kann in der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Mit diesen vielen Treffern hat er seine überragende Form der letzten Zeit bestätigt. An diesem Sieg war er logischerweise maßgeblich beteiligt.
Die Nebenleute bieten sich da schön an. Ich glaube, ohne mich einmal trotzdem gewonnen. Hätten wir 5-4 oder jetzt so gewonnen. Oder unentschieden oder so. Ja gut, 4 Tore, 2 Vorlagen. Das ist schon nicht schlecht. Jimenez, okay. Der hätte es auch verdient, sag ich mal. Das sag ich so, wie es ist. 8-4. Jetzt haben die 8 Gegentore kassiert. Einfach mal komplett hops genommen. Das tut mir ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. Oh weia, ey. Gladbach haben wir damit einen Platz runtergeschossen. Borussia ist jetzt... Alter, die sind auch 11 Punkte von Bayern entfernt. Okay, gut. Bayern ist gegen Köln dran. Wo ist denn hier? Bayern hat gegen TSG 1-0 gewonnen. Okay. Aber wir müssen zum Schluss noch gegen Bayern ran, ne? Alter! So, Gladbach, ihr habt Gegentore 17. Genauso viele wie Wolfsburg. Damit hat jetzt Borussia an sich die beste Defensive. Alter, wir haben aber auch 23 Gegentore. Also wir kassieren auch ordentlich, ne? Aber die Tordifferenz ist halt dreifach so hoch wie bei Bayern. Also und die wiederum haben fast doppelt so hoch wie bei Borussia. Also bei uns ist fast sechsfach so hoch. Fast. Alter. Aber bisher noch kein Spiel verloren. Wie haben wir das geschafft? Also wirklich, wie haben wir das geschafft? Nürnberg hat bisher nicht einen Sieg zu verzeichnen. Auweia. Naja gut, dann heißt es jetzt gegen Hoffenheim. Let's go. 30, absolvierte Spiele 30, okay. Oha, sehr defensiv, auch ein 5-3-2, gefällt mir. Bin ich dabei. Nehmen wir die mal hops, was? Nö, brauchen wir nicht. Das brauchen wir doch nicht. Wir sind da schon so ein klasse Profi. Die beste Abwehr gegen den Was? Stärksten Sturm. So lässt sich diese heutige Partie kurz zusammenfassen. Also haben Bleiben die immer 0-1 verloren? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Oder was? Also 15 Spiele und 15 Gegentore. Also ist nicht die beste Defensive. Ne? Dann die Pre-Zero Arena ist heute der Schauplatz dieser Partie. Und die haben so viele Fans. Hier im Schnee. Herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfreunde. Durch das Spiel begleiten Sie, wie gewohnt, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. TSG Hoffenheim gegen Union Berlin. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Unaufhaltsam. Da ist das erste Tor und das Spiel aus geht dem gut los. Winkel. Das verspricht eine sehr interessante Partie Alter, zu werden. Aus dem Winkel. Wunderbar, wie er diesen Ball trifft. Da ist eine Menge Wucht, eine Menge Power hinter. Da hat der Keeper keine Chance. Aus dem Winkel auch noch. Ey, das ist ja wow. Wie viele Meter sind das? 20 vielleicht? So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Siehst du, ich mach das immer zu spät. Manu Trigueros. Anspielstationen wären da, machen sie sehr gut. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Bei 4 Unioner im Strafraum und nur 2 Verteidiger. Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Torschütze war Robert Lewandowski. Natürlich. Ein abgefälschter Ball ermöglicht diesen Treffer. Ich glaube, da war auch ein bisschen Glück dabei. Neuer Spielstand damit 1-0. 4 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für die Info. Das letzte Spiel konnten sie zu Hause gewinnen. Heute soll der nächste Sieg her. Ja, natürlich. Und dadurch haben sie jetzt die Tabellenführung. Und wenn das so weiterläuft... wieso dadurch? Die haben wir schon die ganze Zeit. ...auf den Titel.
Also nicht die ganze Zeit, die ersten Spiele waren noch ein bisschen. Bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Sie suchen die Lücke. Milik! Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Und Tor, den macht er, aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Ja, allerdings. Ich habe einfach nur den Ball bekommen, bin nur in den Verteidiger rum. Okay, alles klar, Schuss. Da, Verteidiger rum, bam, Schuss. Energischer Angriff jetzt, sie suchen die entscheidende Lücke. Das soll die beste Defensive sein? Ich weiß ja nicht. Wenn schon in den ersten 10 Minuten zwei Gegentore geknallt hat. Viel Einsatz. Kann er was draus machen? Schöner Pass. Jetzt kann er es machen. Wenn der sitzt, dann geht hier noch was. Aber so, so wird's eng. Und wir sehen, wie sie das ärgert. Den hätte sie zu gern gemacht. Ich habe gerade verstanden, der Endsieg, aber den hätten sie, hat er gesagt. Dominik Heinz. Haraguchi. Yannick Gerhardt. Otschipka. Das könnte vielleicht was werden. Er macht und Dreierpack. Sein drittes Tor heute. Wahnsinn. Wie war das noch mit der besten Defensive? Ich glaube, die knacken wir gerade. Innerhalb von einer Viertelstunde zwei Tore. Drei Tore. Schön, wir haben ja schon Dreierpack. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn, bei ihm klappt heute wirklich alles. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Sie können den Ball abfangen. Guter Steilpass hier, macht er gut. Und 4:0. Und 4:0. Milik! Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Wir gehen kurz ab ins Studio. Im Spiel von Dortmund hat es einen Treffer gegeben. Ja, wir haben hier das erste Tor für Borussia Dortmund. Ruben Neves hat das Tor gemacht. Das Tor fällt nach einem abgefälschten Ball, ist ja auch immer Glück dabei in solchen Szenen. Neuer Spielstand damit 1:0. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Junge! Super Aktion, gut geklärt. Schade. Da wäre Platz für den Konter. Sie verlieren hier den Ball. Sie können den Pass unterbinden. Klar zu sehen. Abseits. Das hat keiner abgepfiffen, weil sowieso der Gegner den Ball hatte. Hätte sowieso keinen interessiert. Sie liefern heute, man muss es deutlich sagen, eine schlechte Leistung. In danke, Spiel danke, danke, danke. Man merkt das auch. Von den Tribünen kommt nichts mehr. Ah, aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Glanzparade gehalten. Jetzt kommt die Ecke. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Die haben ja schon mehr Ecken als wir. Die hatten nicht eine Ecke. Willst. Da kommt die Ecke. Ein schwacher Ball. Die Chance auf den Konter. Guter Pass jetzt. Da müssen sie aufpassen. Boah! Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein, so eine Quatsch reinmachen.
Dreierpack, das reicht dem. Gute Balleroberung hier. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Ja, das könnte was werden jetzt. Er zieht ab. Boah. Wird das nichts mit dem Tor? Der Torhüter ist da. Aber schon 10er Bewertung innerhalb von einer halben Stunde. Das musst du auch erstmal schaffen. Sie sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Und die nutzen sie auch. Das ist das Entscheidende. So dann eben dieses Ergebnis und diese Führung. Und ein bisschen Druck machen, Jungs. Sehr gut aufgebaut. Viel Platz für den Konter jetzt. Gefährlich! Genki Haraguchi. Flanke kommt rein. Problemlos hat er hier den Ball. Da! Wenigstens hält er den mal fest. Bicakcic. Nun Kalle Rabik. Ah, das war zulässig. Nein, 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 nein. Da passt der Torhüter klasse auf. Haraguchi, einfach Mittelfeldspieler. Gut gearbeitet, er hat den Ball. Nur noch der Torwart vor sich. Und er ist drin. 5 Tore. Fast in einer halben Stunde. Und ja, das sind Konter. Und die spielen wir fast zu 80% gut aus. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Ah. Manu Trigueros. So, ich lasse mich dann in der Halbzeit auswechseln, weil, ey, guck mal, also es steht schon 5:0, ich bitte dich. Gutes Anspiel. Viel Platz jetzt auf Außen. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Yannick Gerhardt. Ja, der geht im Moment weite Wege. Und jetzt der Schuss. Und da ist das Tor. 5er-Pack. Fünf Tore. 5er-Pack. Leckt mich am Arsch. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Boah, außerhalb des Strafraums auch noch. Das habe ich gar nicht beachtet. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. Wollte einfach nur aufs Tor raufknallen. Wie war das mit der besten Defensive? 6 Tore auf der einen, kein einziges auf der anderen Seite. Da spricht eine deutliche Sprache. Ja, in der ersten Halbzeit ja. Definitiv. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor genau. Ich hoffe doch gegen Bayern. Aus dem Studio. Wir haben hier den 2. Treffer für Bayern München. Da gibt der Freistoß. Gute Möglichkeit. Oi, ganz knappe Geschichte. Ach, toller Freistoß. Alles richtig gemacht. Am Ende fehlt das Glück.
Haraguchi. Das macht er gut. Was für Boah, endlich Mann. Hält er mal was. Szene ganz stark gemacht. Kurze Variante bei dieser Ecke. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Sie versuchen es. Trifft er, ja, drin, Tor. 6 Tore in einer Halbzeit von mir. Von mir alleine. Achso, warte mal, Milik hat den reingeschossen. Hä, was? Wunderbar, wie er diesen Ball ins Netz zimmert. Was für ein Tor. Unhaltbar. Also den Abschluss kann wahrlich nicht jeder. Milik? Wie hat Milik den reingemacht? Ah, er hat getunnelt. Ah, okay, cool. Naja, ey, trotzdem sei ihm gegönnt. Sie definitiv. Zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Toller Zweikampf. Ja, der Ball ist trotzdem beim Gegner. Eine Minute wird jetzt. Eine Minute bei 7 Toren. Okay, gut. Never mind. Ey, Hoffenheim, es war ein gutes Spiel. 7-0. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Danke, dass ich die beste. Reinigt, weg ist der Ball. Dass ich die beste Defensive knacken durfte. Ganz schön einseitig. Darf gerne nach der Pause noch ein bisschen spannender werden. Ein beruhigender Vorsprung zur Pause. Buschi, wie sieht dein Fazit aus? Ja, eine ganz klare Sache ist das bisher. Wenn sie weiter konzentriert bleiben, dann sind sie heute nicht zu schlagen. Wir haben alles geschafft innerhalb der ersten Halbzeit. Also wir waren schon nach einer halben Stunde bei einer 10er-Bewertung. 2-0, Borussia. Oh, Werder Bremen führt gegen Freiburg. Das ist auch interessant. So, wie versprochen, wir lassen uns auswechseln. Jetzt wird hier gewechselt. Alan kommt rein. Weil wir müssen gegen Bayern fit sein. Definitiv. Alter, schau dir das mal an. Ein reines Torfestival. Simulieren. Jupp. Ich hoffe doch, ihr habt noch ein paar Tore geschossen. Schade. Alter. Holy shit. Aber echt. Ja, meine Fitness ist nicht mehr die beste, ne? 4-1, 4-0, siehst du. Dreierpack, erzielte Tore innerhalb des Strafraums und außerhalb. Torvorlagen, wichtige Dribblings, erfolgreiche Pässe. Das ist einfach wow. So, Bayern hat natürlich auch gewonnen und sind immer noch 5 Punkte hinter uns. Jetzt heißt es aber erstmal, ich wollte in den Kalender reingucken. Genau. Dann geht's in die Winterpause. Eieieiei. Oh mein Gott, was? Nein, die Auslosung hat schon stattgefunden? Nein. Erstmal Union weiter auf dem Weg zum Titel. 16 Siege in Folge. Kein Losglück für Union. Grund zum Jubeln hat der Union Berlin keineswegs, denn im Achtelfinale Auslosung steht FC Chelsea, sodass der Weg ins UEFA Champions League Viertelfinale enorm schwer wird. Die Mannschaft aus Berlin muss alles geben, um sich durchzusetzen. Das Rückspiel findet am 14. März in... Okay, Heimvorteil. Alter, willst du mich verarschen? Willst du mir verarschen? Warte mal. Tabelle. Wir hatten jetzt die beste Defensive. Warte mal. Gegentore 15-15. Bayern und Dortmund. Hoffenheim mit 22. Ups. Tordifferenz minus 7. Das ist hart. Das tut weh. Okay, damit haben wir jetzt Bayern und Borussia die beste Defensive. Gut, wir sind... Also, wir sind... Ach. Ja, das tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen, ne? Ich wollte mir die Tabelle für Champions League angucken.
Boah. Alter, auch noch gegen einen der Top-Vereine. Also, auf der Liste sind alleine. Also, ich hätte mir Piemonte oder Bergamo gewünscht. Aber Barcelona gegen Bayern, das wird. Alter, wow. City gegen Piemonte, ey, die sind nicht zu unterschätzen, ne? Warte mal, City gegen Piemonte. City. Drei Siege, drei Unentschieden. 11 Tore. Drei Siege, zwei Unentschieden. Ah, und 10 Tore. Ich glaube, also, mein Guess ist Barcelona, City, Atletico. Boah, ich gönne mir selbst nicht mal den Sieg. Also, Chelsea ist auf oberstem Niveau. Also wirklich, also die sind mit das Härteste hier. Hinter Chelsea. Na Quatsch, hinter Manchester City. Oh, Real gegen Liverpool. Oh, shit. Neapel gegen Tottenham. Das wird auch ein Duell auf Augenhöhe. Sevilla gegen Leipzig. Also, das ist auch ein Duell auf Augenhöhe. Und PSG gegen Sporting. Ich hoffe, das macht Sporting. Aber ich glaube eher, dass PSG macht. Also, die haben uns ja selbst gefickt. Sevilla gegen Leipzig. Ich schätze Sevilla. Neapel gegen Tottenham. Boah, ich tendiere in Richtung Tottenham zu gehen. Neapel gegen Tottenham. Warte mal. Boah, 4 Siege, ein Unentschieden, 11 Tore. 4 Siege, ein Unentschieden, 11 Tore. Gegentore sind 4. Gegentore sind 5. Boah, das ist Duell auf Augenhöhe. Boah, ich tendiere in Richtung Tottenham und Real Madrid gegen FC Liverpool. Also nichts gegen Liverpool. Das ist ja wirklich eine große Mannschaft, aber ich glaube, das macht Real. Also der Rekordgewinner. Chelsea, 4 Siege, also genau wie wir. 4 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Hat nur 9 Tore. Alter Junge. Wieso musste Fenerbahce im letzten Spiel noch gewinnen? Wieso? Ey. Das ist scheiße, ist das. Weil damit ist PSG weiter und ich habe keinen Bock irgendwie. Wenn wir gegen Chelsea gewinnen, dass dann im Achtelfinale oder so PSG auf uns wartet. Achso, ansonsten hab ich alle Ergebnisse. Also Real, ja. Tottenham. Ich glaube aber auch, dass Neapel machen könnte. Sevilla gegen Leipzig. Ich glaube, dass Sevilla macht, obwohl RB Leipzig auch stark ist. Ich gönne Sporting. Wenn sie die schlagen, Alter. Puh, Alter. Oder gegen Chelsea. Alter, das wird hart. Gegen FC Chelsea. Also, nur mal ganz kurz. Saison, nee, warte mal, Tabellen, andere Ligen. Wie sieht es in der zweiten Bundesliga aus? Schalke und Fürth, als ob. Als ob. Ey, komm. Dritte Liga, Premier League. Alter, Chelsea auf Platz 2. Tottenham auf Platz 1, City auf Platz 4, Arsenal auf Platz 5, Alter, Liverpool auf 7, Manchester United auf der 8. Junge, was ist denn hier los? Leeds auf der 18. Alter.
Achso, das warte mal, wie war denn das hier? Ist doch, oder? EFL League One? Nee, warte mal, können hier alle aufsteigen? Ich weiß es gar nicht. 24 Teams? Da wollt ihr mich verarschen, sind in der Premier League auch 24 Teams? 20 Teams, okay. PSG, Alter. Boah. Oh, 20 Teams. Da können wir ja froh sein, dass wir 34 Spieltage haben und nicht 40. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo es gegen Bayern geht. Alter, ey, das wird nichts. Ich glaube, das verliert. Das wird das erste Match, das wir jetzt verlieren. Das... Alter, nee, vergiss es. Boah, BVG, BVG sag ich. Die sind auch gelb, ja. BVB gegen BMG, also Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Boah, das wird interessant. Köln gegen SC Freiburg. Was sind die denn eigentlich in der Rangliste hier? Junge, Freiburg, die letzte Saison war besser aus bei euch. Alter. Red Bull Leipzig verliert gegen Hertha BSC 3:0. Geschieht ihnen recht. Geschieht ihnen recht. Alter, Vater. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Alter. Union muss gegen Bayern ran. Ja. Ach, wirklich. Im Spiel zwischen Union Berlin und Bayern könnte sich bereits der Kampf um den Meistertitel entscheiden. Naja, noch sind wir in Führung. Dann sind zwei Punkte. Also Wind. Stimmt, wir sind eigentlich schon Wintermeister, ne? Die Fans können das Duell der beiden Teams an der Tabellenspitze kaum noch warten und eigentlich gehen auch alle davon aus, dass es ein echter Kracher wird. Bayern München ist zuverlässig, dass man den Tabellenführer schlagen kann. Doch Spitzenreiter Union Berlin weiß natürlich, dass ein Dreier aus dieser Partie vielleicht sogar schon eine Vorentscheidung wäre. Maybe. Also rein hypothetisch. Ich und Bayern haben jetzt das nächste Spiel. Das heißt, wir haben 17 Spiele. Bayern gewinnt. Dann haben sie 46 Punkte. Wir kriegen 0 Punkte. Das heißt, da sind immer noch 2 Punkte Differenz. Das heißt, wir müssen theoretisch das zweite Spiel gegen wen auch immer verlieren, um dass Bayern dann Tabellenführer wird. Also wir dürfen uns keine 2 Niederlagen hintereinander erlauben. Ein Unentschieden und ein Sieg, oder also wenn wir jetzt gegen Bayern unentschieden spielen, das wäre schon, Alter, what the fuck. Ja. Boah. Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Bayern hat bisher ein Unentschieden und eine Niederlage. Also das ist auch schon... Gladbach hat eine Tordifferenz von 7. Also von der Tordifferenz... Ja. RB Leipzig, ein Glück auf Platz 7. Ey, also Mainz, das sei euch gegönnt. Ne? Das hier. Leverkusen hatte ich mir erwartet. Frankfurt, Köln... Überraschend im Mittelfeld. Freiburg hätte ich mehr erwartet. Selbst von Werder Bremen hätte ich mehr erwartet, ja. Also. Ja, na gut. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Alter Vater, ey, das wird hart.